Hallo zusammen aus Malaysia und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute nehme ich euch mal mit zu einer der Hauptsehenswürdigkeiten hier in Kuala Lumpur. Es geht zu den Batu-Höhlen, etwas außerhalb vom Stadtzentrum. Ja, aber erstmal brauchen wir irgendwas zum Frühstück. Und irgendwo hier hatte ich mir was rausgesucht auf Google Maps. Ich meine, dass es dieses Restaurant hier war. Sitzen zumindest ein paar Einheimische da. Das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen. Ja, das kann sich doch sehen lassen. Schaut richtig schön bunt und farbenfroh aus. So, schaut mal hier, ein kleiner Blick auf das Menü. Das habe ich mir jetzt mal zum Frühstück bestellt. Und es gibt ja auch noch ausreichend Getränke, aber das volle Angebot, das gibt es dann erst zur Mittagszeit. Aber hier kann man schon mal ein bisschen gucken. Hier werden die frischen Rotis zubereitet. Ja, schaut auch echt köstlich aus. Und direkt nebenan gibt es die Auslage mit den ganzen anderen Gerichten. Also ich glaube, mein Curry, das dürfte dann von hier kommen. Da läuft dann doch das Wasser im Mund zusammen. So, schaut mal, das Frühstück ist angekommen. Ist das nicht eine geile Platte? Hier mit Curry, so ein bisschen Roti und extra noch ein Käse-Roti dazu bestellt. Also essenstechnisch, ich habe ja gestern schon ein kleines TikTok hier gepostet. Ist das ein Traum hier? So ein Mix aus pakistanisch, indisch. Viele Küchen und Geschmäcker treffen ja auch aufeinander. Es gibt auch viele chinesische Restaurants. Also hier wird wirklich jeder fündig und preislich, gerade bei diesen kleinen lokalen Orten, so wie hier, extrem günstig. Ich sag's euch, zum Beispiel hier, dieser Käse-Roti hier, der hat keine 60 Cent gekostet. Und das Schöne ist an diesen Roti hier, die kann man immer schön eintunken in das Curry. Dann schauen wir mal, meine Freundin, jetzt sicher auch. Also ein bisschen mehr traditionelleres malaysisches Gericht bestellt. What's the name of it again? Nasi Lemak. Nasi Lemak heißt das. Aber mich haben hier die Rotis im Bann. Und dazu natürlich so einen schönen Masala-Tee. Ah, das ist ein Traum. Also allein schon wegen Essen könnte ich mal locker hier im Monat herkommen und mich einmal durchfuttern bis zum Umfallen. Und gefühlt tatsächlich sogar teilweise günstiger als in Thailand. Also gerade jetzt hier bei diesen kleinen lokalen Sachen, wenn ich mir überlege, was ein Käse-Roti in Thailand kostet, der kostet dann schon meistens eher so Richtung 2 Euro. Und hier, wie gesagt, 60 Cent. Muss man sich mal überlegen. Ja, das war jetzt richtig gut. Der Restaurantname lautet Restaurant Nasi Kanda Al Rasik oder sowas. Ich werde es euch mal auf alle Fälle in der Videobeschreibung verlinken. Zu dritt haben wir jetzt 50 Ringgit gezahlt für richtig fette Portionen. Also meine Freundin und ihre Schwester, die haben es gar nicht geschafft aufzuessen. Umgerechnet immer noch unter 10 Euro. Das für drei Leute mit einer richtig ordentlichen Portion zu essen und auch schöne, leckere Getränke. Ja, und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Zug und dann fahren wir zu den Batu Caves. Da freue ich mich auch schon drauf. War das letzte Mal, glaube ich, vor 4-5 Jahren dort und das war wirklich ein richtig cooler Ort zu entdecken. Ja, das ist jetzt der lokale Bahnhof hier und ich würde sagen, ich hole mir mal ein Ticket von hier aus zu den Batu Caves. Soll es etwa 30 Minuten sein. Schauen wir mal, was die Fahrt dorthin kostet. Hello, to Batu Cave. But sir, the next train to Batu Cave is 11:42. Are you okay to wait? So, schaut mal, hier ist jetzt mein Zugticket. 2,3 Ringgit hat das gekostet. Umgerechnet 50 Cent oder sogar weniger. Frag mich nicht. Den exakten Kurs habe ich jetzt nicht im Kopf. Und so wie es ausschaut, hier per QR-Code scannen wir das mal ein und dann öffnet sich die Schranke. Und man kann hier durchgehen. Und er meinte, Plattform Nummer 1. Also genau da, wo wir jetzt schon sind. Allerdings 20 Minuten warten, der Zug ist es noch nicht. Aber ich muss sagen, erster Eindruck, der Bahnhof, richtig schön sauber. Also ich drehe auch nochmal die Kamera um. Guckt euch das an, der Boden hier, der glänzt förmlich. Also das ist sauberer als in Deutschland. Ja, und auch die Züge sehen recht modern aus. Ja, jetzt schaut euch das an, auf die Minute genau kommt hier der Zug.
Also die Deutsche Bahn, die kann sich ja definitiv eine Scheibe abschneiden. Müssen wir nur mal gucken. Schaut mal, es gibt hier Ladies-Only-Waggons. Aber ich glaube, das ist jetzt wieder normaler. Ja, natürlich auch schön klimatisiert und auch richtig schön sauber. So, wir sind jetzt bei der Endstation angekommen. Und man muss tatsächlich das Ticket aufheben und hier nochmal hinhalten. Sonst kommt man nicht nach draußen. Und hier geht es jetzt noch ein paar Meter weiter bis zur eigentlichen Hauptattraktion. Ja, mit dieser Aussicht hier wird man begrüßt, wenn man aus dem Bahnhof rauskommt. Guckt euch das mal an, diese Kalksteinfelsen. Sieht ja fast aus wie in Krabi. Könnte man meinen, dass man in Thailand ist. Ja, jetzt schaut euch das mal an. Hier hinter mir, diese riesige Statue. Und da fängt dann schon an, ja, ein Teil des Tempels, denn das Ganze ist eigentlich eine Tempelanlage. Das ist einer der wichtigsten religiösen Orte hier in Malaysia, zumindest bei den Hinduisten. Denn die haben ihren Tempel hier mitten in den Berg reingebaut. Und ich erinnere mich noch an letztes Mal, habe ich mir hier eine Kokosnuss gekauft und dann wurde sie mir eiskalt geklaut, ein paar Minuten später. Aber jetzt nicht so, wie ihr vielleicht denken würde, dass hier irgendwie Kriminalität herrscht, sondern ja, es sind hier Berghöhlen und dort wohnen lauter wilde Affen. Und die wissen natürlich, dass die ganzen Touristen vorbeikommen. Und dann klauen sie denen mal gern irgendwelche Getränke, Kokosnüsse, was auch immer. Von daher, ja, passt auf eure Wertsachen. Am besten alles einmal in den Rucksack packen. Dann könnt ihr die Affen nicht klauen. Und ich würde sagen, ich riskiere es nochmal. Ich habe gesehen, da vorne ist ein Kokosnussstand. Ich glaube, ich kaufe mir direkt nochmal eine. Einfach nur, ja, als Erinnerung an damals. Hallo. How much is the coconut? Coconut 7, sugarcane 5. Ah. Is it cold, the coconut, or? Yeah, cold, yeah, drink it. Come, please. You sit, come. Ah, schaut mal hier. Kühlschrank voll mit Kokosnüssen. Und frischen Zuckerrohrsaft wird es auch noch geben. Aber ich hole mir jetzt die Kokosnuss. Ah, guckt euch das an. Das schaut ja köstlich aus. Also das war jetzt bestimmt ein Touristenaufschlag hier. Ich meine, das ist ja wirklich eine der Hauptattraktionen. Hat jetzt 8 Ringgit gekostet. Umgerechnet, ich kann es mal hier irgendwo einblenden, wie viel das sind. Aber ist eine kalte Kokosnuss. Natürlich auch mit vielen Mineralien. Die werde ich nämlich brauchen. Denn wir müssen gleich dort hinten ja den Berg hochlaufen. Da gehen viele, viele Stufen hoch. Und es ist hier natürlich auch richtig schön heiß. Von daher ist eine Kokosnuss jetzt nochmal davor zur Erfrischung gar nicht so schlecht. Ja, und hier geht es jetzt zur Hauptattraktion. Schaut mal, hier unten ist so ein kleinerer Tempel. Und hier ist dann der Vorplatz, ja, mit ganz, ganz vielen Tauben, auch ein paar Affen zwischendurch, die hier kämpfen, ihr Revier verteidigen, was auch immer. Und dann diese riesige goldene Statue. Das sieht jetzt auf der Kamera wahrscheinlich gar nicht so groß aus, aber glaubt mir, die ist riesig. Und dann gehen hier diese bunten Stufen den Berg hoch zu den Höhlen. Ja, dann würde ich sagen, dann laufen wir doch mal da hoch. Vielleicht nochmal zur Größeneinordnung von dieser riesigen Statue hinter mir. Ja, unglaublich, das ist eine indische Gottheit. Ist leider den Namen vergessen, was für einer das ist, aber das ist die größte Statue von dieser Gottheit, ich glaube, weltweit. Also die ist echt riesig. Und da hinten, na, dann die Kalksteinfelsen mit den Höhlen. Also wer in Kuala Lumpur ist, der muss sich das unbedingt mal anschauen. Ist natürlich, ja, schon sehr touristisch hier. Aber lohnt sich auf alle Fälle. So, hier noch ein kurzer Blick auf die Verhaltensregeln. Hunde sind wohl nicht erlaubt, auch rauchen, genauso wie schreien, rennen. Auch zu kurz gekleidet sollte man nicht sein. Von daher gucken wir mal, ob ich mit meiner Hose rein darf oder ob ich mir noch was überziehen muss. Und hier geht es dann schon hoch die Treppen. Auf alle Fälle, ja, ein richtig schönes Fotomotiv. Diese bunten Stufen, wo es hier den Berg hochgeht. Allerdings, ja, links und rechts überall Affen. Also man muss hier echt ein bisschen aufpassen. Denn die sind natürlich auch, ja, einerseits schnell. Die hüpfen dir mal schnell auf die Schulter, reißen dir irgendwas aus der Hand. Und andererseits auch nicht ganz ungefährlich, wenn er mal so ein Affe beißt. Ja, der kommt jetzt auf mich zu.
Ja, man sollte zumindest, ich sag mal, einen gesunden Respekt davor haben. Ich mache zwar auch gerne irgendwie Fotos mit denen, wenn sie mal da sind, aber wenn da mal so ein Affe beißt, dann ist nicht mit zu spaßen. Immerhin bin ich gegen Tollwut geimpft. Das ist schon mal erster Schritt. Aber schaut mal hier, da sitzen schon die ersten Affen. Und auf dem Boden ist irgendein Spielzeug, das wahrscheinlich irgendein Kind aus der Hand gerissen wurde. Aber die sehen ganz friedlich aus. Und rundherum herum stehen sie alle mit den Kameras. Könnt ihr hier nochmal runter gucken, sind richtig steile Stufen. Immer schwierig in der Kamera zu zeigen. Ja, auch wenn unten bei den Verhaltensregeln stand, man soll nicht schreien, hört man hier zwischendurch auch mal wieder panische Rufe, meist von kleinen Kindern, die dann vielleicht doch von Affen angegangen werden, wo dann das Spielzeug aus der Hand gerissen wird. Ich habe noch ein lustiges Bild im Kopf, wo ich letztes Mal hier war. Da hat ein Affe, ja, ein kleines Kind über den Boden gezogen. Also wirklich, ich glaube, erst an den Haaren gezogen und dann am Rock über dem Boden. Also mit denen ist nicht zu spaßen, wenn sie mal aggressiv sind. Aber jetzt haben wir es schon fast nach oben geschafft. Allerdings ist hier gerade so eine kleine Wegblockade. Habt ihr das gerade gesehen? Also die gehen auch untereinander aufeinander los. Ja, das ist jetzt die Aussicht von ganz oben. Und wenn man hier einmal durch dieses Tor durchläuft, ja, dann gelangt man in den Höhlentempel. Und es tropft überall runter. Es regnet allerdings nicht. Ne? Das ist von den ganzen Kalksteinfelsen hier. Tropft das Wasser regelrecht runter. Da oben auch schon die erste indische Gottesstatue. Und jetzt laufen wir mal direkt rein in die Höhle. Ich weiß gerade nicht, muss man sich hier ein Ticket kaufen? Ich glaube nicht. Hier kann man so Opfergaben kaufen. Von daher gehen wir mal direkt rein. Auch unten kein Ticket. Aber muss man echt sagen, dafür, dass das hier einer der Hauptattraktionen ist, ist das erstaunlich, dass man sich kein Ticket kaufen muss. Beispielsweise in Bangkok beim großen Palast. 500 Thai Baht, also über 10 Euro. Ja, so 12 bis 15 Euro schon. Schaut euch das an. Riesige Höhlen hier. Wie gesagt, in der Kamera immer ein bisschen schwierig zu zeigen. Und mit den ganzen Dimensionen. Aber hier hat man tatsächlich ja in die Höhle den Tempel reingebaut. Und natürlich, wenn man den Tempel hier betreten möchte, muss man immer die Schuhe ausziehen. Aber ich glaube, wir laufen jetzt erstmal hier außen dran vorbei und schauen uns das hier ja, von draußen erstmal an. Ist halt mal richtig schön farbenfroh bei den indischen Tempeln. Guckt euch das hier oben an. Manchmal fast ein bisschen kitschig. Aber ja, das ist halt so die indische Kultur. Ich meine, man muss sich allein ja nur mal die Bollywood-Filme anschauen. Da blitzt und blinkt es ja an allen Ecken. Wow, aber richtig schön hier, oder? Ja, und hinten angekommen geht es jetzt hier tatsächlich noch weiter. Also noch ein paar weitere Stufen. Aber riesengroße Höhle. Und vor allem auch ja, geöffnet da oben. Schaut mal hier. Da kommt wieder das Tageslicht rein. Schon beeindruckend. Ich glaube, die Höhlen hier wurden irgendwann mal im 19., 18. Jahrhundert, und ich glaube 19. Jahrhundert entdeckt, von ja, Indern, die dann hier die Tempelanlage eröffnet haben. Und ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, aber schaut mal hier, es tropft hier regelrecht überall runter von diesen ganzen Kalksteinen. Ja, ich glaube, ihr habt einen ersten ganz guten Eindruck hier von den Bartehöhlen in Kuala Lumpur gesehen. Man kann natürlich auch noch überall reingehen in die ganzen Tempelanlagen, gerade auch unten. Das sind ja auch noch riesige Anlagen. Allerdings weiß ich nicht, wie das da mit den Filmen ist. Ich kenne es zumindest ja aus Bangkok vom Hindu-Tempel. Da darf man im innersten Bereich nicht filmen. Vielleicht ist das hier auch ein bisschen lockerer, ich weiß es nicht. Ich muss es jetzt aber auch nicht unbedingt ausprobieren. Wie gesagt, ich wollte euch den Ort mal zeigen, der existiert. Und wer hier in Kuala Lumpur ist, wird sich den ja höchstwahrscheinlich sowieso anschauen. Von daher ja, verabschiede ich mich schon mal an der Stelle von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, abonniert doch gerne den Kanal. Da
Und es werden die Tage hier noch einige weitere Videos aus Kuala Lumpur kommen, auch noch aus Malakka, einer der benachbarten Städte. Oder nachher sowieso wieder aus Thailand. Also gerade wer gerne in Südostasien unterwegs ist, der ist ja, glaube ich, genau richtig auf dem Kanal. Von daher vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.